Quecksilberanalyse. Wenn man darüber nachdenkt, sieht man Herausforderungen. Wie zum Beispiel schlechte Genauigkeit aufgrund des Quecksilber-Memory-Effekts. Aber wir bei Nippon Instruments Corporation sind dabei, diese Vorstellung zu ändern. Wir stellen Ihnen den RA7000A vor, die neueste Generation des CVAAS Quecksilberanalysators von NIC. Der RA7000A verwendet unsere reduzierende Discrete Direct Purge Kaltdampftechnik, bei der der Quecksilberanalysator jede Probe in einem separaten, unabhängigen Proberöhrchen behandelt. Aber warum ist diese DDP-Technik so einzigartig? Weil bei dieser Technik der Kontakt der sauren Probenlösung mit dem Analytenübertragungsweg praktisch ausgeschlossen ist. Das durch die Reduktion erzeugte elementare Quecksilber wird über einen trockenen und innerten Weg direkt zum Detektor geleitet. Auf diese Weise wird der Quecksilber-Memory-Effekt minimiert, was zu einer besseren Reproduzierbarkeit und Präzision führt. Mit einer Nachweisgrenze von bis zu 0,5 ppt und einem Messbereich von bis zu 400 ppb kann der RA7000A eine breite Palette von Proben messen. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf Meerwasser, Abwasser, Trinkwasser und Grundwasser. Dieses Mal erhöhen wir die Flexibilität. Der RA7000A hat ein modulares Design, das Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwendung des Produkts bietet. Es funktioniert gut mit Sempra Autosamplern, alle drei Typen. Der Autosampler Sempra 3 bietet einen hohen Durchsatz mit seinen 80 Probenpositionen. Sempra 5 verfügt über die Autodigestion-Funktion, um eine nahtlose Automatisierung der Quecksilberanalyse zu ermöglichen. Wohingegen Sempra 7 der weltweit erste Autosampler mit 29 Positionen für feste Proben ist. Für Anwender mit einem geringeren Automatisierungsbedarf kann der RA7000A mit einem Impinger-Kit kombiniert werden, um eine einfache und effiziente Quecksilberanalyse für alle Proben durchzuführen. Die tägliche Erfahrung des Anwenders in der Handhabung ist uns wichtig. Deshalb basiert der Aufbau des RA7000A auf vier Hauptfunktionen. Ein abnehmbarer Reagenzienhalter, eine durchsichtige große Abdeckung, direkter Zugang zum Probenbereich mit eingebauter LED-Leuchte. Dank der Autodigestion-Funktion müssen Sie die Proben nur noch in die von Ihnen gewählte Sempra-Position stellen. Vergessen Sie natürlich nicht, die richtigen Reagenzien für die jeweilige Methode vorzulegen. Dann sind Sie startklar. Der RA7000A übernimmt zusammen mit Sempra 5 den Rest des Prozesses, von der Reagenzienzugabe, dem chemischen Aufschluss, dem Rühren, der LED-Überprüfung des überschüssigen Kaliumpermanganats und der Messung des Gesamtquecksilbers. Alles von ganz alleine. Es kann sogar bis zu 3 Sempra-Einheiten steuern, was einen Durchsatz von bis zu 240 Proben bei minimalem Personaleinsatz ermöglicht. Zusammen mit einer Sempra- oder Impinger-Kit-Einheit kann die RA7000A-Serie auch mit einem RH-Gasmodul gekoppelt werden, um gasförmiges elementares Quecksilber, GEQ, zu analysieren. GEQ kann mit einer NIC-Quecksilbersammelröhre eingefangen werden. Die Quecksilbersammelröhre kann direkt mit dem RH-Gasmodul analysiert werden. Die RA-Serie ist sowohl für eigenständige als auch für hybride Konfigurationen konzipiert und stellt somit eine funktionelle und flexible Lösung für Ihre Quecksilberanalyseanforderungen dar. Die Ziele von NIC für diese Serie waren einfach. Wir wollten die Quecksilberanalyse verbessern und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Bei 80 Proben mit Autodigestion fallen nur 600 ml Abfall an. Die Analysezeit wurde um 22% und der Stromverbrauch um 30% reduziert. Die Software des RA7000A verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit klarer animierter Anzeige, was bedeutet, dass die Benutzer in kürzester Zeit mit der Bedienung vertraut sind. Ganz gleich, ob Sie einen hohen Durchsatz oder eine einfache Quecksilberanalyse benötigen, der RA7000A ist die perfekte Lösung für alle Anforderungen der Quecksilberanalyse. Und das Wichtigste ist, dass er viel Zeit, die bisher für die Quecksilbermessung benötigt wurde, in Ihre Zeit verwandelt. Sprechen Sie mit uns über den neuen RA7000A oder lassen Sie sich von Ihrem lokalen NIC-Vertriebspartner den RA7000A vorführen.